Was war noch? Was soll damit? Brauche, wartet, aber wie gesagt. Ich brauche. Okay. Telefon benutzen. Bezahlung bitte im Voraus. Münzen. Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Okay. Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen, wen. Kann ich mein Geld wieder haben? Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Okay. Ich habe Blechschildplanen, Münzen, Werkzeugkisten. Was passiert, wenn ich die Elektrik ausschalte? Bringt mir das was? Hier hinten war ja noch einiges. Na nö, was ist das denn? Windruder? Lass meine Kasse. Weg von dem Kutter! Sie haben da nichts verloren! Alles buff. Ich sagte weg! Oh, alter Schwede. Okay, meine Katze miet's gerade hier rum wie verrückt. Wache? Der Anblick gefällt mir nicht. Weiß gar nicht warum, also ich finde. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein. Verschwinden Sie. Gut, das erspart uns einige Hotspots. Oh, was ist das denn? Finger weg! Schon gut, schon gut. Ach ja, die Leute mit den Waffen, ne? So, Bier trinken. Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiß ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Bier. Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Mit auf die Reise, oder? Okay, warte mal. Hier ist der Stecker draußen. Der Stecker, nee, der ist draußen, der ist draußen. Der Stecker ist noch nicht draußen. So. Pik, Karo oder Kreuz? Weder noch. Ich sage Herz. Falsch. Du trinkst. Na nü. Was war denn jetzt los? In unserem letzten daran wird. Geht's jetzt eventuell? Erst nur okay, wie das man sieht. Orgi. Ich meine, ich habe ja einen Plan, aber ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Wie läuft? Blaukraut, Block. Besser ihr überlasst. Wie du meinst. Ich tu. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Okay. Darf ich? Bitte, Monsieur. Aber zurücklegen nicht vergessen. Das ging jetzt ziemlich easy irgendwie. Ich mach's einfach mal. Monsieur, mein Schlüssel. Ja. Verzeihung. Kann ich Ihnen jetzt einfach eines rüberziehen? Brauchen Sie einen Mechaniker? Das ist gerade Jorges Baustelle. Sollten Sie jemanden sehen, der hier mit einem Werkzeugkasten herumdüst, schicken Sie ihn direkt zu ihm. Er wartet hinter der Hütte am Boot. Okay, ich gehe mal. Leg ihn einfach wieder auf den Tisch. Das ist doch meine Option, hä? Wenn ich jetzt mit dem Werkzeugkasten ein bisschen... Hey Jorge, Alter, ja, komm mal her. Alter, du, komm mal her, du, Jorge, du. Guck mal, ja, hab ich da Werkzeugkasten, du. Sehen Sie hier, Werkzeug. Und? Ich bin Mechaniker, Spezialist für Airboote. Darf ich mir Ihres ansehen? Eine Bibel macht noch keinen Papst. Sagen Sie mir erst, welchen Motor wir benutzen. Ein Dunham ZX-7. Netter Versuch. Aber der Dunham ist ein Fogger-Motor. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe früher auf einer Plantage Insekten vernichtet.
Und jetzt sind Sie in der Privatmiliz von Emilio Indes. Schöner Karrieresprung. Nein. Ich mache immer noch das Gleiche. Nur das Ungeziefer ist größer geworden. Ich, verstehe. Gut. Okay. Ein Sumpfboot, das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Ich will aber eigentlich den Motor ansehen. Benzinschlauch. Schild. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Alles klar. Auspuff. Plane. Ganz kleinen Moment. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Alle Klamotte von mir auf dem Boden. Meine Katze ist da sehr wild, was sowas angeht. Deswegen habe ich gerade mal weggescheucht. Ja, okay, sagen Sie nicht wieder aus hier über das Boot. Da haben jetzt die Kabel ein- und ausgesteckt. Durchsehen. Das ist Peak. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Habe ich einen Schraubendreher? Autoschlüssel? Kann ich damit eventuell... Auf der anderen Seite hat sich etwas bewegt. Lol, das hat wirklich was befest... Kann ich wirklich mit den Münzen machen. Das wusste ich übrigens, weil ich das selbst mal mit Münze gemacht habe, deswegen. Ah, alles klar. Der hing doch vorhin noch nicht schief. Muss an einer der Schrauben liegen, die ich entfernt habe. Okay, bringt mir das jetzt was weiter? Ich meine, kann ich den Spiegel irgendwie so drehen? Nichts als Schwachsinn. Dass der... Moment, warte mal. Plane? Galli Matthias. Nicht sauber machen, den Spiegel. Kann ich vielleicht so machen, dass irgendwie... Der Spiegel... Das Kabel führt durch die Wand. Keine Ahnung wohin. Benutzen? So? Was ist die Ansage? Caro. Falsch. Du trinkst. Okay. Wofür das keine Ahnung, was ich mit dem Kabel machen soll. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Loch? Das ist Herz. Hä? Es ist Herz. Richtig. Ich trinke. Ach so. Das ist Peak. Wenn ich jetzt im Moment... Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Okay. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Kreuz? Falsch. Du trinkst. Was soll ich denn? Und dann? Keine Ahnung. Quark. Irgendwas muss man machen hier, aber ich weiß nicht was. Ich weiß noch nicht, was aktiviert hier. Ach, natürlich. Herz. Kreuz. Peak. Okay, alles raus. Stecker. Benutzen. Wie sieht's aus? Ist falsch. Okay, Moment. Stecker. Ne? Benutzen. Es ist falsch. Und Stecker. Benutzen. Es ist Kreuz. Falsch. Okay. Das ist Caro.
Karo? Es ist Kreuz. Falsch. Hä, wo ist denn Karo? Was war denn Karo jetzt nochmal? Spiegel. Und der letzte Stecker muss noch raus. Es ist Karo. Falsch. Okay, probieren wir es nochmal. Das ist Peak. Aber was ist denn Peak? Es gibt doch gar keinen Peak. Es ist Karo. Falsch. Es ist falsch. Okay, das hier drüben ist du Karo. Trinkst. Das hier drüben ist Karo. Benutzen. Es ist Kreuz. Falsch. Ich schreibe das kurz mal auf. Moment. Du trinkst. Karo. Kreuz. Wenn ich den Stecker benutze. Moment. Es ist Herz. Falsch. Du das trinkst. Ist Herz, okay. Und das hier ist... Es ist falsch. Schraube, Moment, Schraube. Das ist eine Schraube, die habe ich gar nicht gesehen. Klingt, als wäre etwas umgekippt. Moment. Ah. Benutzen. So. Pik, Karo oder Kreuz. Pik? Falsch. Das ist du also Pik. Alles klar, jetzt haben wir alles. Okay, gut. Dann legen wir mal los. Loch. Das ist Karo. Karo ist das letzte. Das heißt, der Stecker kommt rein. Es ist Karo. Richtig. Ich trinke. Loch. Alles, jetzt geht's los. Ja. Das ist Pik. Peak ist das zweite. Stecker raus. Es ist Peak. Richtig. Ich trinke. Der Wachmann ist jetzt betrunken genug. Echt jetzt so? Soll ich dir das Bier öffnen? Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh, Monsieur. Sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Okay, Schlüssel. Hat nichts gesagt, dass wir ihn zurücklegen müssen. Darf ich? Nee! Beruhigen Sie sich. Ich will Ihnen nur das Bier öffnen. Hey. Okay. Aber keine Tricks. So, dann das Bier öffnen. Anhin. Jetzt. Was? Moment. Jetzt muss ich nur noch das Boot reparieren und dann kann ich Faye Bescheid geben. Okay. Hey! Was soll das? Wo sind meine Schlüssel? Nicht so dolle, okay, Moment, Bierflasche. Ich sollte warten, bis Sie ausgetrunken haben, bevor ich ein neues öffne. Ich weigere mich zu trinken, solange mein Vater dabei zusieht. Wenigstens schämst du dich dafür. Okay, dann gehe ich jetzt noch. Hey, was soll das? Wo sind meine Schlüssel? Reicht also immer noch nicht. Ah, da kann ich die Autoschlüssel hinlegen. Hier, Ihre Schlüssel. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Runde habe ich euch. Ich lege sie einfach auf den Tisch. Das wäre geschafft. So, die Schlüssel sind für das Boot, gell? Bootschlüssel, genau. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Wachmann da wegkriegen. Also nur noch ist gut, aber wir müssen den irgendwie da wegkriegen. Ist vielleicht das Blech hier von dem... Es lässt sich sehr leicht biegen, aber nicht gut fixieren. Ich habe da eine Idee. Ich nehme das Schild, verbiege es so, dass ich die Schraube durch die Öffnungen an beiden Enden schieben kann... Fixiere die Konstruktion mit der Mutter und im Nu habe ich eine hausgemachte Schraubzwinge. Nicht schlecht. Eine hausgemachte Schraubzwinge, okay. Pah,
Schwachsinn. Was soll ich mit einer hausgemachten Schraubzwinge bitte? Ich muss die Plane irgendwo anbringen, bevor ich sie festtackern kann. Plane irgendwo anbringen. Lieber nicht. Okay. Mumpitz. Wenn Sie mich haben. Woher soll ich das wissen, wenn Sie mich nicht aufs Boot lassen? Alle unsere Boote wurden mit dem gleichen Motor geliefert. Kennen Sie einen, kennen Sie alle. Sie dagegen kennen ganz offensichtlich keinen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Alles klar. Wache, Buch. Wie hole ich mir denn das Buch? Kann ich den... Pille-Palle. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Alles klar. Ich weiß jetzt, wie wir es machen. Ganz easy. Wir nehmen jetzt einmal die Service-Nummer.